nicht mit Pokémon, sondern mit The Last of Us. Ihr habt mein Telefon gehört. Gibt's ja nicht. Seltsam. Ja. Ja, aber wie hört ihr das? Moment. Nur ganz klein. Ah, okay. Ja, Far Cry Primal hatte ich mega viele Sachen. Nur einen kleinen Moment, ich gehe kurz in den Pausenscreen. Aha. Ja gut, jetzt komme ich nach. Ich gehe ja über das Handy und habe da die Herzschläge. Ach so, das überträgt den Sound auch. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte jetzt so, von was redet ihr jetzt? Das ist doch kein Mikrofon. Es geht nicht über den PC-Sound, aber okay, klar. Ja, alles klar. Ich lerne immer Neues. So geil. Und ja, Far Cry Primal, da hatte ich wirklich ganz viele Trophäen, stimmt. Alles klar. Und wer hat da vorhin noch gefragt? Jihan? Ja, aber es wurde erklärt, genau, ja. Pass auf hier, das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Sorry. Ah, meine Güte. Nee, das schon nicht. Also spielt mir keine Rolle, wenn ich das. Hallo? Danke, Markus. Ah. Jetzt danke. Okay. Danke, Leute, danke. Nee, also ich dürft generell meine Sachen auf dem Handy hören, das ist nicht das Problem. Ich war nur überrascht, dass ihr das hört. Weil eigentlich läuft bei mir hier nichts, außer ich will das auch abspielen und zeigen und hören lassen. War ich so mega überrascht. Oh, ich höre sie schon. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Es ist eisig. Ah, nee. Wasser ist immer schön temperiert. Ellie. Das würde Ellie gefallen. Comic. So witzig, es würde Ellie gefallen. Nein! Alle raus und einen EMP bauen. Das gibt's ja nicht, Bolle. Stell dir vor. Aber ab und zu habe ich schon Angst, dass die Maschinen fast besser werden als wir. Mit dem Fuß. Okay. Na komm. Spiele technisch, Jihan, das wäre beim 12-Stunden-Stream. Wenn du das meinst, da können die Leute wählen, welches Spiel gespielt werden. Oder welche 6 Spiele gespielt werden am 12-Stunden-Stream. Ja, als ob ich Dad und Ellie nicht getroffen hätte. Klar. Ja. Dann, Ed, hast du schon abgestimmt? Sorry, Bolle. Du meinst, das ist eine Frage der Zeit, bis das kommt.
Ich hoffe wirklich nicht. Dann mal los. So, 131. Wir könnten den... Da sehen. Ja, es wird so cool. Ich hoffe, bis dahin bin ich dann wieder topfit. Aber ich glaube schon. Das wird so ein Hammer-Stream. Und ich weiß, es ist alles geil, was wir dann spielen. Aber trotzdem auf Mario Kart freue ich mich sehr. Okay. Na, das hält. Ja, das sollte halten. Kopf runter. Na bitte. Ja, bitte. Aber schau mal, da sind schon ein bisschen Pflänzchen gewachsen. Oh, hör mir auf wegen Detroit Become Human. Oh, das wird so Hammer. Mhm. Und hast du schon das Lachs-Level Nummer 2 für mich bereit? Das hier könnte ich. Mhm, sehr gut, Wolle. Sehr gut. Rocket League. Okay. Bin ich gespannt, ob das kommt. Lausch, Heiltempo. Ja. No, muss nicht. Mhm. Ah ja, genau. Jihan, es ist so, dass generell bei den Spielen konntest du alle, die du sehen möchtest, wählen. Und einfach die Stimmen, die das, also die 6 Spiele, die am meisten Stimmen erhalten haben, werden dann gespielt. Da ist es! Hat jemand von euch Golf with Friends? Nach gestern habe ich gedacht, das muss ich mal spielen mit euch. Golf with Friends, das muss so lustig sein. Hm, ist jetzt, Markus. Bei uns haben die schon diese Woche gehabt. Diese Woche hatten die meisten schon Feen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich glaub's dir, aber ich bin nicht sicher, ob du das auch so einhältst. Hä? Mhm. Aber trotzdem, Golf with Friends gestern bei Gronkh gesehen. Das war etwa so, dass ja genau, René hat danach gefragt. Aber wie heißt es? Eben so wie bei dir, Bolle, das letzte Mal wegen Solitär. Als ich Gronkh gesehen habe, da mega Fun und so, habe ich gedacht, oh, das muss so ein lustiges Spiel sein. Ich habe noch gar keine was? Ferien. Oh, schade, ich auch. Aber erst am 10.3. habe ich Wellnessferien. Ja, wenn man die wegen dem Stream ein bisschen außer Acht lässt. Ich habe ja wegen dem Stream habe ich da Donnerstag, Freitag und Montag habe ich da, also wegen dem Stream. Nicht wegen dem Stream, aber einfach gedacht, so, könntest doch wieder mal das kombinieren. Bisschen Erholung und so dann noch. Ja, das ist so, jetzt weiß ich, wie es dir geht. Also wir haben im Moment, nennen wir die Sportferien, Gian. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Könnte ich dich überhaupt ins Wasser schmeißen? Ich weiß.
weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt ins Wasser schmeißen könnte. Ah. Genau. Sie wird mir ja da die Leiter. Mhm. Bei uns nennt man die Sportfäden jetzt gerade. Von dieser Anfangswoche bis und mit letzte Woche. Nächste Woche Ende. Nächste Woche. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Fasnachtsferien. Gehst du an die Fasnacht? Ah, schön. Oh, okay. Stimmt auch cool. Nicht schlecht. 237, Markus. Dann kannst du ja bald bei der Verlosung teilnehmen. Bei 350 kannst du bei der Verlosung teilnehmen. Nichts für dich. Jetzt geht's rund. Lass mich vorgehen. Du kommst dir danach. Okay, ich folge dir. Wir sind ans Ende dieser Welt. Also wenn du beim 12-Stunden-Stream noch mitschaust und dann da auch noch ein paar Fragen beantwortest, das wird für dich ein Klacks, Markus. Siehst du? Das muss ich mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Oh ja. Wem sagst du das, Ellie? Wie meinst du das, Gian? Hast du Soundeffekte oder so gebraucht? Wie lange ist es her, wo du 100 hattest? Weil ich lösche die Kekse immer nach einem Giveaway. Heute bis 19.30 Uhr, 19.45 Uhr von diesem Bereich, Markus. Ja, das waren dann trotzdem etwa zwei Stunden, zweieinhalb, zwei, ein Viertel. Ah, hoch. Aha, du meinst wegen den Keksen, Jihan. Okay, sorry. Ich dachte jetzt, du meinst wegen dem Stream. Es ist nicht so lange. Ja. Kannst du. Summer Quest kosten aber auch keine Kekse. Mhm. Kannst du? Ellie! Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Solche Leute müsste man einfach nur bestrafen. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen
Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Er erholt sich schnell. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff? Guten Appetit, Dina. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Nicht meine Ellie. Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich werde euch alle töten. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. So. Was werdet ihr heute Abend essen? Los. Zu Abend. Also Ina wissen wir schon. Nur, eigentlich nur Pommes. Kein Schnitzel oder noch ein bisschen Salat oder etwas. Wo lang? Du bist am Arsch, du bist am Arsch. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Geil, Joel ist einfach der Geilste. Sorry. Aber es ist einfach der Hammergeilste. Wenn es um Ellie geht, werden keine halben Sachen gemacht. Süßkarten und Kartoffeln muss man pur genießen. Was ist KFC? KFC? Ah! Ja, leider. Leider, Bolle. Dann haben wir bestimmt noch ein paar andere Spiele. Moment. Oh. Was? F-
voll in den Rücken. Was meinst du, Chian? Ich hab den Schmuggler entdeckt. Okay. Haben wir nicht in der Schweiz. Haben wir nicht in der Schweiz. Kentucky Fried Chicken. Leider. Erst Ende oder Mitte dieses Jahres. Du bist tot, Arschloch. Ah ja? Steh auf. Ich zeig's dir. Ah, da bist du. Was? Moment, Moment. Kentucky Fried Chicken. Oh, reingelaufen. Ganz schlecht. Wow. Kentucky Fried Chicken ist nur toll. Ja, wenn es gut ist. Was gibt's da eigentlich? Was gibt's da für Sachen bei Kentucky Fried Chicken? Außer, ich meine, einfach alles, was mit Chicken und Hühner zu tun hat. Oder auch Pommes. Oder wie ist das so? Erklärt mal. Ah, ne. Ne. Rate. Also ich kann mir nur irgendwie vorstellen, so gebratenes Hühnchen. Shit. Ja, habe ich jetzt gerade. Aha, du wusstest es nicht. Nein, was für ein Scheiß. Das habe ich jetzt nicht schlau gemacht. Gar nicht schlau. Chicken, chicken, chicken. Okay. Ja, aber Hühnchen in frittierten Varianten. Dafür wirst du bezahlen. Ah ja. Aha, du meinst verschiedene Panaden dann auch. Ah, schon wieder ins Gesicht. Glaube ich dir das, Wolle? Bleib unten. Die Nuggets von Magazine. Treffen wir am besten. Mensch! Ich würde jetzt Mensch Markus sagen, aber nee. Stirb einfach. Meine Güte. Nee, mit so einem. Glaube ich dir das nicht? Habe ich gestern gegessen? Ben & Jerry, Cookie Duck. Lecker, 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 lecker. Oh, nee, fang ja nicht mit Ben & Jerry an. Dann hörst du nie auf. Ja? Steht da auch drauf, nicht? Wie sagt man dem?
Ina. D-O-U-G-H. Ist falsch ausgesprochen. Oh, ich höre ihn, ich höre ihn. Nicht Cookie. Ja, eben D-O-U-G-H. D. Duck. D-O. Du. Hä? Pop! Bam! Da hast du jetzt blöd aus der Wäsche geguckt. Jetzt Ina. Wetten, es kommt ein... Oh, Moment. Moment. Ein Volllachster vor. Ah, fuck. Ich lasse es gleich ab. Moment, so. Cookie Dough wird das ausgesprochen. Cookie Duck. Cookie Dough. Quack, quack, quack. Da habe ich jetzt gegen all die Jahre dem Kassierer falsch falsch gesagt. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne ein Ben & Jerry Cookie Duck. So geil. Aber deshalb haben die mich immer blöd angeschaut und so angelächelt. Jetzt? Okay. Shit, ich werde sterben. Verdammt, los! Oh, habt ihr gehört? Was ich... Oh, Mist! Er ist hier! Oh, nein. Ja, Moment, wie? Oh, ja, ich hab ja. Aber... Ja, du hast recht, ich hab ja genug Sachen für ein Medikit. Das habe ich auch noch. Sehr schön. Du hast völlig recht. Cookie Dog. Ich behalte das bei. Ich möchte gerne ein Cookie Dog. Dagobert Duck. Ellie, ich komme. Dann noch etwas Loot, ne? Kurze Waffenwesseln, weil mit dem hier tut sich nicht so gut. So. Jetzt fängst du auch an mit Lachsgeschmack. Ich habe wirklich jetzt in diesem Stream Last of Us fertig, ernsthaft. Könnte auch einfach ein paar Mal um den Block springen oder so. Aha. Was war das? Ja, das ist das. Ich kann.
Ah, ich liebe dich, Joel. Bromance. Ach, Mist! Siehst du das? Was war das? Das kam von da drüben. Geh nachschauen. Ja, gar nicht unbemerkt drüber. Suchen wir hier drüben. Oh. Du bist Tote. Das kann ich dir versichern. Hat jetzt niemand? Zwei Stück. Yeah. Oh. Ich kann noch einen herstellen, sehr schön. Wo habe ich jetzt... Ist er jetzt wirklich nicht hochgegangen? Müsste ich doch den auflesen können. Ah, nee, nee, die zwei sind tot. Ah. Doch etwas gebracht. Die haben es nicht anders verdient. Jeder, der an Ellie will... Der hat es nicht anders verdient. Wie sieht's aus? Nicht. Was ist denn? Ich sehe in diesem Bereich nach. Jungs, seht da drüben. So. Ich sehe! Du Mistkerl, zum... So, danke schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so lange überleben. Ja, das war wirklich nicht wieder so gut. Ah, der lebt immer noch. My goodness. So, mit Pfeil und Bogen. Ich höre es. Oder bist du das, Kollege? Ah ja, das ist der. Okay. So. Aha. Ich hab doch alle eliminiert. Und er tut so, wie jetzt da wirklich Tausende hinter ihm her werden. Ellie? Ellie? Bist du da? Auf dem Klo? Ellie! Nein, 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 Ellie. Nein, 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 nein. Oh Gott. Doktor? Was machen Sie hier? Geht weg.
geht ich gebe sie weg. Denken Sie an die Leben, die wir retten. Scheiß. Karl. Nicht mit meiner Ellie. Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Zurück! Die Musik. Verdammt, wo lang? Sehen die mich nicht? Sehen die mich nicht? Alles okay. Alles okay. Was? Ich sagte zurück. Sehen die mich nicht? Das ist so geil. Also, das hat jetzt Lust. Der andere war da vor mir, die anderen hätten mich auch sehen können, aber nö. Die wollen vermutlich, dass ich mit Ellie jetzt weggehe. Die haben aber jetzt am Schluss haben sie auch noch geschossen. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was ich dann? Werde. Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Joel, unser Held. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Ja. Wir waren bei den Fireflies. Danke, danke. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Ich bin gespannt, ob die Mutation in ihr im The Last of Us 2 irgendwie vorkommt. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Wow. Er wird alles für Ellie machen. Einfach so fantastisch. Bis dann, Max. Nach der Last of Us gibt. Aha, vom Spiel her. Nein, noch nicht. Noch nicht. Werden wir noch sehen. Okay.
nicht sicher, ob ich da irgendetwas anfangen werde oder... Oder die aktuellen Spiele, die ich jetzt noch habe, weiterspielen werde. Muss ich noch schauen. Ich bin doch schon alt. Was sicher weitergespielt wird, ist Wind Waker. Ich habe es erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Zum Beispiel auch. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest dir gefallen. Ja. Oh. Ich will da nicht hin. Wir sind fast da. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Es ist nicht mehr weit. Ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert... Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Macht's nur zu ihrem Wohl, ich weiß. Aber nicht anlügen. Ah, so ein schönes Spiel. Hättet ihr sie angelogen? Oder hättet ihr jetzt an diesem Punkt die Wahrheit gesagt? Schwierig. Ja, er hat gelogen. Das Problem ist, er hat ihr natürlich da so, bisschen leiser. Er hat ihr natürlich da die Fireflies waren die, die du am Schluss gesehen hast und
Das Problem ist, sie wollten ja eben jetzt Ellie töten, um an das Heilmittel zu kommen. Weil sie sagen, das ist ja im Hirn und man muss es komplett entfernen. Und da würde man natürlich Ellie töten. Ellie hat auch eingewilligt, aber er hat sie da weggeholt und hat gesagt, man kann kein Heilmittel herstellen, weil es ja in diesem Sinne mehr von dir gibt als nur dich alleine. Und sie haben es getestet und hat nicht geklappt. Und jetzt hat sie eben ihm die Frage gestellt, ist alles, was du mir über die Fireflies erzählt hast, wahr? Und also schwörst du? Und er, ja. Also, gelogen. Er hat sie aus Liebe, hat er sie gerettet. Und ja, finde ich schön und so, aber ich hätte jetzt die Wahrheit gesagt. Du sagst es. Ui, ui, ui. Ashley Johnson, Troy Baker. Cool. Und vor allem auch, wie man das Spiel gemacht hat, ist ganz cool. Ich glaube auch nicht. Das Problem ist eben genau das. Ich finde, Lügen oder eine Notlüge ist okay in gewissen Situationen, aber wenn dich dann wirklich auch eine fragt, stimmt das? Jetzt in diesem Moment, da hätte ich ohne zu zögern, hätte ich da ja gesagt. Der Film Passenger, nicht zu viel verraten, aber wenn, ihr müsst ihn unbedingt schauen, ist ganz ein geiler Film. Amber Story und am Schluss sagt er ihr die Wahrheit, ohne zu zögern. Und genau so würde ich es auch machen. Mit den Konsequenzen. Leider. Aber ja. Was hättest du gemacht, Dina? Alessio. Spiel ist zu Ende. Und auch der Stream. Wir sind richtig pünktlich fertig geworden. Sehr schön. Was würde man... Von dem her finde ich solche Spiele ganz cool. In einem Film ist es immer so nach zwei Stunden Ende. Und willkommen zurück, Markus. Und wenn du in einem Spiel die ganze Story erlebst, hast du viel mehr, wie sagt man denn, wie in einem Buch, also dann Buch noch mehr, aber einfach viel mehr Inhalt, viel mehr auch Emotionen und alles drum und dran. Also deshalb finde ich solche Geschichten in Spielen, wie auch die letzten, die wir da gespielt haben, wo von euch empfohlen worden ist, auch ganz geil. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ich sehe das Cover vor mir, aber ich sage es mir jetzt bestimmt gleich. Finde ich auch einfach super, weil man dann wirklich auch das Ganze sehr cool erleben kann. Und nicht einfach zwei Stunden einen Film schauen und dann, okay. Yeah, Alessio. Wie viel hast du? Scheiß die Wandern. Ende März meint er vermutlich. Auch gelogen, ja. Die arme Ellie, ja. Kommt, wir schauen uns noch kurz. Ich weiß nicht, ob Ina... Ich weiß nicht, ob Ina The Last of Us 2 den Trailer gesehen hat. Aber wir schauen uns doch den noch kurz zusammen an. YouTube möchte Benachrichtigung anzeigen, ja. Ja. Gian.
Last of Us Trailer. Wir machen jetzt nicht in German, weil es sonst mit blöder Untertitel ist. Ich glaube das hier. Musik 80p. So. Schon mal am Laden im Hintergrund und dann, wenn das hier fertig ist, schauen wir uns den Trailer an. 4 Minuten, diesen Trailer ziehen wir uns noch ein. Das hier kann ich schon mal abstellen mit dem Herz. Oh, mein Handy glüht. Mein Handy glüht. Ja, dass es immer noch keine andere Variante gibt. Gehören zum Spiel. Wir ehren die Macher. Sam. Und an die Leute bei YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen.